So, Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Runde GaxTV und in dem heutigen Video geht es in meinen Augen um das interessanteste Hardware-Produkt 2020 und zwar ist das von Silverstone, das FX500, ein 500-Watt-Netzteil und ihr denkt euch, wow, ein 500-Watt-Netzteil, ach so, es ist übrigens 80 plus Gold zertifiziert, ja, das macht es jetzt in euren Augen wahrscheinlich immer noch nicht besser. Aber es handelt sich hierbei um ein Flex-ATX-Netzteil oder FX-Netzteil. Dieses, ja, schauen wir uns mal kurz an. Ja, so schaut die Verpackung aus. Auch die ist sehr, sehr unspektakulär. Aber das, was hier abgebildet ist, ist ein Traum, ein SFF-Traum. Und zwar in Sachen Small Form Factor ist das wohl das derzeit interessanteste Netzteil schlechthin. Denn in den kompakten Formfaktor des Flex ATX hat hier Silverstone satte 500 Watt untergebracht. Und das ist wirklich krass. Die vorherige Ausführung des FX gab es mit 350 Watt. Und das war schon ein Highlight. Habe ich natürlich auch auf dem Kanal vorgestellt mit einer RTX 2070 betrieben und getestet. Das Teil war schon spannend. Es hatte aber lediglich einen 6-Pin. Das hat sich jetzt geändert, denn dieses FX500 hat einen 8-Pin spendiert bekommen, hat das schicke schwarze Gehäuse behalten und den Kippschalter, den man normalerweise nicht in einem FX-Formfaktor zu sehen kriegt, ebenfalls beibehalten. Damit ein sehr, sehr spannendes Setup hier mit 80 plus Gold-Zertifizierung. Die Kabel sollen sich gebessert haben. Ja, das war einer der größten Kritikpunkte, die ich bei dem FX350 damals angesprochen hatte. Und zwar waren das die sehr steifen und sehr dick ummantelten Kabel, die sich einfach in einem kleinen ITX-Gehäuse kaum verstauen ließen. Ja? So, das hat sich jetzt hier geändert. Wie bereits gesagt, wir haben sehr, sehr feine, schwarz ummantelte Kabelstränge, die sich sehr gut verlegen lassen. Wie gut, werden wir gleich schauen. Ja, wir werden das Ganze gleich unboxen, den Inhalt anschauen und die Verarbeitungsqualität des FX500 hier ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Das Ganze wiegt unter einem Kilo. Was natürlich spannend sein wird, ist die Lautstärke. Wir haben hier minimal 20 dB angegeben. Was dann die Realität sagen wird, ja, das fragen wir unser Schallpegel-Messgerät und wie viel Leistungsaufnahme dieses Netzteil hier toleriert. Auch das werden wir herausfinden mit unserem Multimeter. Welches System soll dieses Netzteil überhaupt betreiben? Ja, ganz einfach, mein eigenes. Ja, bis zum heutigen Tag habe ich entsprechend ein Corsair SF750 Flex ATX Netzteil verbaut gehabt, Platinum zertifiziert mit 750 Watt. Natürlich kompletter Overkill für meine derzeitige Systemkonfiguration mit einer RX 5600 XT. Dieser Grafikkarte hier, ja, und einem Ryzen 3600. Der 3600 ist etwas übertaktet auf 4,2 GHz All-Core. So, jetzt haben wir ein 500-Watt-Netzteil, das 750-Watt-Netzteil ablösen soll. Ist das überhaupt realistisch? Ja, schauen wir doch mal nach, was hier bei der RX 5600 XT steht. Sehen wir hier bei den minimalen Systemanforderungen Minimum 500 Watt, ja. Und diese Minimum 500 Watt sind eigentlich ein relativ guter Indikator dafür, dass das Dicke ausreichen wird. Denn nicht nur, dass das Netzteil von Silverstone ist, es ist eben noch zusätzlich 80 plus Gold zertifiziert, sprich auch wirklich kein Ramsch. Und von daher, ja, mit dem einen 8-Pin, den die RX 5600 XT braucht, genau der Sweet Spot. Nur ist dann die Frage, ja, wird das Teil hier stark am Limit laufen? Denn sowohl meine RX 5600 XT als auch mein Ryzen 3600 sind relativ gut übertaktet. Zusätzlich werde ich zwei SATA SSDs, eine M.2, das gesamte System damit befeuern. Wie es dann mit der Lautstärke aussieht, werden wir ja in Erfahrung bringen. Jetzt aber erstmal zum Unboxing. Wie bereits gesagt, die Verpackung sehr, sehr schlicht. Ihr habt ein Netzkabel mit dabei, ja, das ist im Lieferumfang enthalten. Die Gehäuseschrauben für das Netzteil selbst habt ihr auch mit dabei. Und dann ist auch schon das Netzteil hier schön verpackt in der Verpackung drinnen. Und was uns hier direkt präsentiert wird, sind die Kabel. Ja, die habe ich gerade schon dick beworben.
Und ich kann es nicht oft genug sagen. Silverstone hat gut daran getan, hier diese zu überarbeiten. Ja. Wir haben erstens einen gesleeveden 24-Pin, der sieht schick aus. Nicht nur, dass die Kabel jetzt auch schwarz sind, auch der Sleeve hier schön schwarz ummantelt. Und die restlichen sind ebenfalls schwarz und ungesleeved. Entsprechend sehr, sehr flexibel und, um ehrlich zu sein, nicht zu viele. Ja? Denn genau das ist immer so der Knackpunkt bei einem SFF-System, entsprechend die richtige Kabellänge zu treffen. So, und mit was für Kabeln kommt das Ganze ausgestattet? Wie bereits gesagt, einmal hier den 24-Pin, dann an einem weiteren separaten Kabel entsprechend PCIe-Stromversorgung. Und krass, Leute, wir haben hier etwas, womit ich nicht gerechnet habe. Ja, wir haben hier nicht nur ein 8-Pin, ja, wir haben ganze zwei 8-Pin-Anschlüsse. Und zwar an so einem Splitter. Ja, Nummer 1, also 6 plus 2. Und am anderen Ende noch einen 6 plus 2er. Damit könntet ihr rein technisch gesehen eine Karte mit zwei 8-Pin-Anschlüssen betreiben. Und das stand so nicht in der Beschreibung. Also von daher bin ich gerade ein bisschen verwundert. Ansonsten haben wir hier 1, 2, 3 Molex-Anschlüsse, 4-Pin-Molex und ein Floppy. Damit sollten auch ältere Systeme ohne Probleme mit klarkommen. Ich hätte mir diese Kabel hier, um ehrlich zu sein, auch sparen können. Aber wie bereits gesagt, für die etwas bessere Kompatibilität mit auch älteren Systemen, soweit nachvollziehbar. Und dafür haben wir 1, 2, 3 und sogar 4 SATA-Anschlüsse. Mindestens 2 davon brauche ich auf jeden Fall, entsprechend für meinen Festplattenspeicher und einen weiteren 8-Pin für die CPU. Ja, der ist auch mit dabei. Finde ich sehr, sehr spannend. Ja? Vor allem die Geschichte hier mit den 2 8-Pin-Anschlüssen für die PCIe-Stromversorgung. Das Ganze kommt hier relativ schön verpackt. Ja? Und ja, sorgt dafür, dass entsprechend das schöne schwarz-matte Gehäuse, was wirklich ein Key-Feature des FX500 ist, denn die meisten Flex-ATX-Netzteile entsprechend aus dem Serverbereich kommen und sich gar nicht erst die Mühe machen, schön auszusehen. Ja? Die Teile sind normalerweise silber, haben weder schwarze Kabel noch ein schwarzes Gehäuse und was natürlich krass ist, ist, dass Silverstone hier sogar sich die Mühe gemacht hat, einen Kippschalter zu verbauen. Der ist auch definitiv keine Norm, was hier aber ein großer Kritikpunkt des FX500 ist natürlich der 40 mm große Lüfter und wie laut dieser sein wird. Das ist leider unumgänglich. Wir haben hier im Inneren, wenn wir uns das anschauen, eine Schutzfolie verbaut mit einem kleinen Luftdurchlass. Dieser Luftdurchlass ist hier gezielt gewählt worden, dass der Airflow entsprechend von hier und durch diese kleine Öffnung in das Gehäuse eindringen kann, die Komponenten mit kühlerer Luft flutet und dann entsprechend hier direkt rausgekickt wird durch den kleinen 40 mm Lüfter. Es gibt die Möglichkeit, diesen entsprechend durch zum Beispiel einen Noctua 40 mm Lüfter auszutauschen. Nur habt ihr dann folgendes Problem. Diese Lüfter haben einen sehr, sehr hohen Luftdurchsatz. Entsprechend sind sie ja auch laut, aber dieser Luftdurchsatz ist benötigt in so einem kleinen Formfaktor auch für kühle und vertretbare, sichere Temperaturen zu sorgen. Wenn ihr diesen Lüfter anfasst und austauscht, erlischt eure Garantie und ich versichere euch, ihr wollt hier mit einem Netzteil nicht groß rumexperimentieren, was die Temperaturen angeht, denn ihr habt dort einfach nicht die Möglichkeit, diese effektiv zu messen und Beschädigungen an dem Netzteil und eurem System zu verhindern. Entsprechend lasst die Finger davon. Entweder ihr wollt ein kleines, kompaktes System und nehmt die Lautstärke, die wir gleich ermitteln werden, hin oder ihr verzichtet drauf. Ja, ganz ehrlich. So, jetzt erstmal zu den Kabeln, zu dem Netzteil. Wie bereits gesagt, der Kippschalter, soweit genial.
Genau das habe ich mir gewünscht gehabt. Ich habe entsprechend von Enhance damals das 7660B mit 600 Watt in diesem Formfaktor vorgestellt gehabt. Das Ganze war sogar ein Platinum-Netzteil und hatte ebenfalls zwei 8-Pin-Anschlüsse für PCIe-Stromversorgung für eure Grafikkarte und mit 600 Watt natürlich ein bisschen besser aufgestellt als hier das FX500. So, das Problem ist die Verfügbarkeit. Das Enhance gibt es kaum in Europa zu kaufen, beziehungsweise irgendwo auf der Welt. Dadurch, dass Enhance entsprechend eher an den Servermarkt deren Produkte verkauft und nicht die OEM oder Privatkunden bedient. So, dementsprechend bin ich sehr, sehr froh, dass sich jemand wie Silverstone hier einem 500 Watt Flex-Netzteil angenommen hat und hier dieses in so einer guten Umsetzung veröffentlicht hat. Ich werde genau dieses hier in meinem eigenen System verwenden wollen, in einem Custom-Mod 4,7 Liter Gehäuse mit der besagten Hardware-Konfiguration und dementsprechend will ich vorher einmal testen, wie hier die Lautstärke ist und ob das Ganze hier von der Systemkonfiguration soweit läuft. Also, ich würde sagen, wir testen erstmal das System, ja, mit dem Voltkraft-Multimeter, lesen einmal aus, was hier entsprechend durch die GPU und CPU aus der Wand an Leistung gezogen wird und wie sich die Lautstärke entsprechend verhält. Sagen wir es so, das SF750 von Corsair ist ein Platinum-Netzteil und diese 750 Watt sind soweit gut bemessen, als dass das Teil fast dauerhaft passiv läuft. Entsprechend werdet ihr lediglich die Systemlautstärke der Grafikkarte und der Lüfter hören. Und wenn wir dann dieses Netzteil hier verbauen, wird sich dazu noch die Lautstärke des Netzteils mischen. Und wir können dann relativ gut vergleichen, ja, wie schlägt sich das Ganze in der Lautstärke. So, 40 dB ist in etwa die Idle-Lautstärke, die hier die RX5600 XT bei Nullumdrehung hier in dem System sozusagen produziert. Die Lüfter, einerseits der kleine 92 mm Lüfter hier, der als Outtake dient, und die zwei 140 mm Lüfter, die hier als Intake dienen, haben allesamt eine statische Umdrehung, die ist in meinem System soweit fest. Und dann natürlich das Netzteil. Das läuft nahezu dauerhaft eigentlich passiv. 40 dB. Jetzt schalte ich erstmal die GPU in den Stresstest. So, die GPU bewegt sich bei etwa 50 dB. Ja, etwas über 50 dB. Vorher etwas über 40 dB Gesamtlautstärke. Und ich werde jetzt gleich noch zusätzlich die CPU dazuschalten. So, und was wir gesehen haben, die Lautstärke, dadurch, dass die TDP bzw. die Leistungsaufnahme sich unter 350 Watt bewegt hat, ist hier in dem System bei etwa 50 dB gewesen. Das ist für so einen ITX-Setup soweit vollkommen im Rahmen. So, Freunde, die GPU läuft jetzt gerade im Idle. Sprich, ihr seht, der Lüfter dreht sich nicht, der Rest des Systems ist so wie vorher. Der einzige Unterschied ist, dass wir das FX500 jetzt an das System angeschlossen haben. Und ja, das ist so die Idle-Lautstärke dieses
Netzteils und ich denke, ihr hört es schon raus, selbst wenn ich rede und der Wert jetzt hier gerade ein bisschen rumspinnt. Ja, ich bin kurz leise. Es sind 60 dB und damit sind wir hier glatte 20 dB über dem Idle-Wert des vorherigen Durchlaufs und ja, das ist auf jeden Fall schon mal ein Manko, was das FX-System angeht. Ich werde jetzt gleich mal die GPU dazu schalten, aber ich denke, ja, der Wert wird nicht zu überhören sein, selbst wenn die GPU jetzt hier unter Last sein wird. Also wir sehen jetzt, nachdem die GPU sich dazu geschaltet hat, wir sind jetzt bei einer Betriebstemperatur von etwa 80 Grad beim Fuhrmark und die Leistungsaufnahme alleine von der GPU ist jetzt gerade um 150 Watt gestiegen, ja, vom Idle hoch auf die Last. Und das System bewegt sich irgendwo zwischen 250 bis 300 Watt Leistungsaufnahme. Und tatsächlich hat es das Netzteil nochmal geschafft, ein bisschen Lautstärke dazu zu tun. Ja, ich bin mal kurz leise. Also von 60 auf 65 dB hochgegangen. Das Teil an sich produziert so einen Luftdurchsatz. Es ist auch nicht wirklich heiß geworden während des Testdurchlaufs. Und ich schalte mal die CPU jetzt noch dazu, damit ihr die maximale Lautstärke jetzt hier unter Last im Stresstest mit Intel Burn Test und Fuhrmark gleichzeitig sehen könnt. So Leute, ihr seht, der Stresstest ist jetzt soweit durch. Wir gehen wahrscheinlich wieder von den 65 dB aufwärts auf 60 dB runter. Aber es ist wirklich krass, wie laut dieses Netzteil hier ist. Es ist nahezu kalt, also die Umdrehung des Lüfters, die sorgt auf jeden Fall dafür, dass hier jegliche Abwärme, die in diesem kleinen Netzteilgehäuse zustande kommt, auch abgeführt werden kann. Von diesen 500 Watt, die dieses Netzteil bietet, werden ja gerade mal 300, 320 unter Vollauslastung hier tatsächlich beansprucht und das System läuft, ja, also ganz wunderbar. Nur ist es halt ein bisschen fraglich, ob hier Silverstone mit einem etwas leiseren Lüfter oder zumindest einer niedrigeren Lüfterkurve hier ähnliche Ergebnisse erzielt hätte, denn ja, wir haben das zwar außerhalb des Gehäuses montiert, aber ganz ehrlich, das ist auch die Lautstärke, die ihr in einem kompakten ITX-System auf Basis eines Flex-ATX-Netzteils hier zu erwarten hättet. Da ist definitiv das Enhance 7660B, das ich damals vorgestellt hatte, im selben Formfaktor, alleine aufgrund der Tatsache, dass es eben 600 Watt bietet, deutlich leiser. Wir haben hier im Idle gerade mal ja, so 90 bis 100 Watt, die dieses System hier zieht mit dem Ryzen 3600, mit der RX 5600 XT. Ihr seht, das Ding dreht sich nicht. Ja? Die 5600 XT ist gerade im Idle und nichtsdestotrotz ja, zieht das Ding hier die 60 dB über den Tisch und das ist echt einfach, nicht leise. So Freunde, ich habe jetzt die Testreihe mit dem FX500 von Silverstone soweit abgeschlossen und um ehrlich zu sein, ich bin fasziniert davon, wie viel Leistung hier Silverstone tatsächlich in so ein kompaktes Netzteil reinbekommen hat, aber wie es immer im ITX und im Small Form Factor ist, solltet ihr euch dessen bewusst sein, was für Kompromisse hier eingeht. Und das ist hier definitiv die Lautstärke, die dieses Netzteil ab Werk im Idle bereits mit sich bringt. Der Lüfter hier, FlexATX typisch, ist ein 40 mm Lüfter, so wie es im Serverstandard eben üblich ist, über die Spannung, über einen festen Regelwert von 8 Volt direkt, sobald ihr das Teil startet, am Drehen. Und ihr habt es gesehen, mit dem SF750 von Corsair, dieses Netzteil erstens mit 750 Watt und Platinum-Effizienz natürlich ein ganz anderer Standard als jetzt hier ein 500 Watt Gold-Netzteil. Aber nichtsdestotrotz, das Netzteil von Corsair hat bis 300 Watt Leistungsaufnahme einen 0 dB Modus. Die Lüfter drehen erst dann auf und ihr habt die Ergebnisse gesehen. Erst wenn wir Fuhrmark und Intel Burn Test gleichzeitig laufen lassen, sprich die CPU und die GPU wirklich an die Grenze bringen, dann kommen diese 300, 320 Watt hier mit einer RX 5600 XT hier zustande und dem Ryzen 3600 hier an der Stelle auf 4,2 GHz All-Core übertaktet, läuft das Ding
bei 90 Watt Leistungsaufnahme im Worst Case. Bei der GPU genauso. Das höchste, was ich gemessen hatte, waren 156 Watt. Und das entspricht auch der Norm einer RX 5600 XT. Diese Karte ist als 150 Watt GPU angelegt. Und ja, entsprechend sind diese 300 Watt mit so einem System möglich. Nichtsdestotrotz ist der Lüfter hier in meinen Augen ja, der Dealbreaker für ein konsumentenfreundliches Produkt. Denn ja, 60 dB, das ist wirklich eine Ansage. Und das ist einfach für viele, denke ich, zu laut. Ja, aber ich habe von einem Kompromiss geredet. Ja, da muss ja etwas sein, wofür es sich lohnt. Und das ist einfach der Formfaktor. Hier das 4,7 Liter Gehäuse von Custom Mod. Das, wofür ich dieses Projekt überhaupt ins Leben gerufen habe, mit der RX 5600 XT. Dieser Formfaktor im ITX und dieses Gehäuse, ja, das ist wie füreinander gemacht. Und dementsprechend wollte ich mir einen kleinen, kompakten Travel-PC zusammenstellen, mit dem ich erstens pendeln kann und zusätzlich dann auch sehr komfortabel VR-Spiele genießen kann. Ich habe euch bereits gezeigt gehabt, was die RX 5600 XT angeht, was alles möglich ist in Sachen Full-HD und WQHD-Gaming und natürlich auch VR-Gaming. Und mit der Oculus Quest 2 wäre es gar kein Problem, so einen kleinen, kompakten Rechner auch für solche Anwendungszwecke zu konfigurieren und dann mit so einem Netzteil hier zu betreiben. Dementsprechend ja, bekommt das FX500 von mir eine Empfehlung. Auf jeden Fall, denn es ist auf dem Markt derzeit die einzige wirklich erschwingliche und erreichbare Option. Ja. Ja, der Preis von knapp 130 Euro ist für dieses Netzteil nicht günstig in Sachen Netzteil. Ja, keine Frage, aber es gibt keine Alternative in dem Formfaktor. Ist in meinen Augen diese 130 Euro wert? Gibt es Besseres? Ja, gibt es Besseres als hier das FX500? Und da muss ich leider wiederum auch sagen, ja, gibt es. Und zwar habe ich bereits das Enhance 7660B auf dem Kanal vorgestellt. Und dieses Netzteil mit 600 Watt Platinum-Effizienz ist einfach in dem Formfaktor der unangetastete King. Und entsprechend, ja, gibt es das Teil leider nicht so im Handel erhältlich. Also hat Silverstone hier nichtsdestotrotz ein geniales Produkt auf den Markt geworfen. Freut euch auf den Bildlog zum FX 4,7 Liter von Custom Mod hier in der neuesten Ausführung. Hat mich jetzt gerade frisch im Neujahr erreicht. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Ich hoffe, meine Testergebnisse soweit zu dem FX500 haben dem einen oder anderen weitergeholfen. Nur wenn es eben darauf anlegt, ein möglichst leises, kompaktes System zu haben, ist ein FlexRTX-Netzteil definitiv nicht die beste Wahl. Dementsprechend habe ich ja auch von Custom Mod das 6,1, irgendwo so um den Dreh, Gehäuse vorgestellt gehabt, das ein SFX-Netzteil, wie das von mir hier in dem Test verwendete SF750 von Corsair, verbauen kann und nichtsdestotrotz einen sehr, sehr kleinen, kompakten Formfaktor beibehält. So, wenn es ums absolute Limit geht, ja, den 4,7 Liter Standard, dann kommt ihr da nicht drum herum und dementsprechend ist das FX500 von Silverstone hier die beste derzeit erhältliche Option. Also, bis dahin danke ich euch fürs Einschalten. Wir sehen uns zu einer weiteren Runde GaxTV im nächsten Video und bis dahin Gaming Fitness, that's you see on GaxTV.